Ich habe Keratokonus und ich habe einen 6-jährigen Sohn. Kann er die Krankheit bekommen und soll ich ihn zur Untersuchung mitbringen? Die Antwort hierauf ist ein ganz klares Ja. Der Keratokonus kann in 10 bis 15% der Fälle vererbt werden. Und seitdem wir das korneale Crosslinking haben, also eine Methode, um die Krankheit zu stoppen, seitdem ist auch die Früherkennung viel wichtiger geworden. Und eine Mindestgrenze gibt es da nicht, sondern es geht vielmehr darum, kann Ihr Kind vor so einem Gerät, das ist jetzt ein OCT-Topografiegerät, kann Ihr Kind hier 1,5 Sekunden lang stillhalten? Und wenn die Antwort ja ist, dann bringen Sie Ihr Kind bitte bereits im Alter von 4, 5 oder 6 Jahren mit. Ich hatte bereits 5-jährige Kinder, Kinder von Keratokonus-Patienten mit einem ganz klaren eigenen Keratokonus, den wir dann auch behandelt und gestoppt haben. Also bitte, wann immer möglich, sobald Ihr Kind stillhalten kann, bringen Sie die Kinder zum Keratokonus-Screening mit in die Sprechstunde.